Baku ist im Eurovisionsfieber und lässt sich dies einiges kosten. Um hunderte Millionen Euro wurden Prachtboulevards angelegt und eine neue Konzerthalle gebaut. Man ist stolz auf das große Ereignis. Viele in Europa wissen gar nicht, wo Baku liegt. Jetzt werden wir bekannt. Es ist eine große Ehre für unsere Stadt. Das ölreiche Land am Kaspischen Meer will sich der Welt als offene Gesellschaft und Tourismusdestination präsentieren. Wir können unsere Kultur und Traditionen zeigen, die Ost und West miteinander verbinden. Doch hinter den luxuriösen Fassaden verbirgt sich ein anderes Bild. Allein in den letzten 3 Jahren wurden 4.000 Wohnungen zwangsgeräumt, oft ohne Gerichtsbeschluss. Eigentumsrechte werden in Aserbaidschan nicht respektiert, ebenso die Versammlungs- oder Meinungsfreiheit. Präsident Ilham Aliyev regiert das Land mit eiserner Hand. Doch kurz vor dem Song Contest wird die Kritik am autoritären Regime immer lauter. Oppositionelle fordern mehr Freiheit. Sie werden von der Polizei jedoch brutal auseinandergejagt. Allein in diesen Tagen wurden Dutzende Regimekritiker verhaftet. Oppositionelle und Menschenrechtler wollen den Westen aufrütteln. Sie hoffen, dass der internationale Druck auf Präsident Aliyev wächst. Doch das ist nur dann möglich, wenn Aserbaidschan auch nach dem Song Contest nicht gleich wieder aus den Schlagzeilen verschwindet.